Guten Tag, willkommen zurück zu... Hier, ich will immer One Piece Pirate Warriors sagen. Das kriege ich nie aus meinem Kopf raus. Pokémon Perl, Randomizer, Nuzlocke, hier ist ein Schlüssel. Schlüssel! Octazooka! Ich weiß, jetzt muss ich mal gucken, was das Ding überhaupt kann. Octazooka! Da! Schießt Tinte, um Schaden anzurichten und die Genauigkeit zu sehen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Kann was. G-Schlüssel. Muss ich die jetzt in den G-Spot packen? Yes. Team Galactic wird alle Pokémon entfesselt und dann... dann werden wir alles beherrschen. Lol. Okay. Viel Spaß. Ich hab den speziellen Schlüssel. Gib her. Gib. Moin. Du bist seit 5 Jahren beim Team Galactic. Noch kein einziges Mal befördert worden. Weil du schlecht bist, Junge. Du machst schlechte Arbeit. Oh, ja. Sehr schlechte Arbeit. Ich gehe mal aufs Fahrrad und ins Pokémon-Center, ne? Das ist auch so ein Medi-Wörtle, ne? Fahrrad sagen andere. Ja, Fahrrad. 3R. Fahrrad. Fahrrad. Ich arbeite übrigens im Pokémon ständig daran, überall hin zu dürfen. Nur so. Wie wär's mit Ameisen? Ich möchte Ameisen. Ich hätte gerne eine Ameise. Eine leckere Ameise. Ja. Der Typ ist übrigens immer noch nebenan auf dem Dach und arbeitet. Ja, ich weiß nicht. Ich bin froh, dass der da nicht runterfällt. Das ist sehr gefährlich. Ich sehe ihm in die Augen. Junge. Guck mich nicht an, guck auf deine Arbeit, ich hab Angst. Oh Gott, der ist da wirklich... Ey, Leute, ihr glaubt es nicht. Ich glaube wirklich solche... Ich will jetzt nicht generalisieren, ne? Aber je ferner du in irgendeiner Bildungsschicht bist, desto ferner bist du auf den örtlichen Sicherheitsbestimmungen. Ey, ich hab Angst, dass der da fällt. Vor allen Dingen, das ist so ein ganz marodes, altes, morsches Haus. Ich hätte da richtig Schiss, dass da so eine Dachziegel einfach sich löst und bam, was ist. Ich hätte gerne gegen euch beide gleichzeitig gekämpft, aber so ist auch gut. Macht die Schleicherei mit unserer Operative Spaß, Erdling. Jetzt wirst du jedenfalls ohne Schleicherei hinausgefördert. Guten Morgen, Max. Nett Schuppet. Tut mir leid, dass ich gerade von Ameisen geredet habe, aber ich habe hier so ein bisschen Angst. Angst um das Leben meines Mitbürgers davon. Das ist gefährlich. Das ist echt gefährlich. Ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Ich hätte mich da zumindest mit einem Seil gesichert oder so. Überhaupt Schornsteinfeger. Ich meine, was ist das für ein Beruf? Was ist das für ein Beruf? Ich würde da niemals rauf. Nicht ohne Jetpack oder sowas. Und ich dann einfach, oh Gott, ich fall, dann drücke ich einfach mal auf den roten Knopf und dann explodiert alles. Hey, ich boxe. Ein Sandsturm turbt. Ein Sandsturm turbt. Ha. Da ist mein Maxien. Mit seinem Stachelschwein. Schrägstrich Stinktier. Das ist kein Stachelschwein, das ist Stinktier. Ja, ich weiß, das ist ein Stinktier. Jeder Mensch mag Stinktiere. Ich auch. Heute ist wieder so ein Part. Ich weiß. Aber ist egal. Wir kriegen jetzt das hin, dass die ganze Außendienststelle hier kaputt ist. Das machen wir heute. Ja, oder im nächsten Part. Geht auch. Aber Hauptsache in naher Zukunft. Ja, eins von beiden wird wohl glücklich sein. Keine Ahnung. Mann, ich starte endlich das Spiel. Und was ich auch gemacht habe, ist Bügelperlenbilder. Professionell jetzt. Die lade ich nach und nach auf Facebook hoch, alle Fotos, die ich davon gemacht habe. Mit Münze zum Scalen. Aber ja, ich habe auch deswegen extra einen Defiant Art Account gemacht. Oh Gott, ich fühle mich jetzt so richtig. Das ist richtig hart. Das gibt es das überhaupt? Benutzt das überhaupt noch einer? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch jetzt mittlerweile der Einzige. Das ist genauso wie MySpace dann. Dein Licht wird verblassen. Von jetzt an leuchtet nur noch Team Galactic. Galactic. Ich liebe Team Galactic.
Was ist eigentlich falsch mit euch? Ehrlich, ihr vom Team Galactic, warum machen die das eigentlich? Ich versteh's nicht. Ich verstehe sowieso diesen Minion-Scheiß nicht. Ich hab das noch nie verstanden. Hat da irgendjemand mal drüber geredet, warum zum Beispiel die Stormtrooper zum Todesstern gehen? Warum machen die das? Ich meine, die erste Generation sind ja Klonkrieger, aber die danach, die machen das doch freiwillig und werden deprogrammiert. Das ist... Jede Dystopie hat irgendwie immer irgendeine Gruppe an Leuten, die eigentlich sehr merkwürdig sind und keine Perspektive von vornherein haben. Und dann gibt's immer irgendeine Macht, die alle ausnutzt. Und sagen, komm alle her, ich hab Arbeit für euch, ne? Ja, dann so. So ein Schwachsinn. Wisst ihr eigentlich, was ich hier habe? In der rechten Hand habe ich hier so einen Kugelschreiber, / Laserpointer. Ich krieg schon Retina brennen, wenn ich überhaupt sehe, wie dieser rote Punkt an der Wand ist. Und ich glaube, das sollte man eigentlich verbieten. Ich pack den mal weg. Leute, ihr wisst gar nicht, was ich hier durchmache. Ich gucke hier die ganze Zeit und hab Angst, dass der Pole da runterfällt. Das ist gefährlich. TV-Zimmer Team Galactic. Die besten Audio- und Videosysteme. Nur für Mitglieder. Auf zum neuen Universum. Das ist Team Galactic. Hallo. Du willst unsere Forschung nicht amputieren. Für Team Galactic. Nein, ich wollte hier Fernsehen. Dudley, lass mich doch einfach nochmal glotzen. Ihr habt alle sowas, ne? Wisst ihr noch die Biker aus Pokémon Feuerrot? Die hatten immer so ganz niedliche Viecher. Und ich habe mich immer drüber lustig gemacht. Wisst ihr, was gut ist? Theater. Leute, geht mal demnächst wieder ins Theater. Macht es einfach mal. Geht mal ins Theater. Nur so. Und dann tut mal so, als wenn das alles gut wäre. Ich meine, man nimmt sich einfach in letzter Zeit zu wenig Zeit, sich einfach irgendeine Sache anzugucken. Man hat die ganze Zeit immer nur Second-Screen-Aktivitäten und... guckt gar nicht richtig hin, also was? Nee, lasst das einfach mal sein. Geht einfach mal ins Theater. Geht mal ins Theater, guckt es euch einfach mal an, was die da machen. Ist meistens schlecht, finde ich. Meistens. Aber nicht immer. Und wenn es nicht schlecht ist, dann habt ihr eben einen guten Tag erwischt. Und dann könnt ihr euch auch freuen. Ist gut. Das Credo, alles gehört uns. Alles gehört uns. Alles für den Dackel, alles für den Club. Unser Leben für den Hut. Denke gerade die Japa. Ist das Papaya? Müssen wir uns jetzt die lila Hosen anziehen? Die pinken Hosen? Papaya, Coconut, Banane. Do you love them Schnitzels? Ich hab heute den Tag. Heute ist vorbei. Heute ist tatsächlich vorbei. Ich weiß auch nicht warum. Heute weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss hier einen Fernseher bauen. Da weiter. Hallo. Ach, hier ist ein Bett. Willst du schlafen, ja? Würde mir auch einfallen. Ich geh ins KGB einbrechen und zack, erstmal pennen da. Das ist in Ordnung. Schlafraum Team Galactic. Bevor du ins Bett einsteigst, prüf bitte, ob es leer ist. Dass sie da überhaupt hinschreiben müssen, ne? Das ist schon... Ich würde sagen, es ist eine hierarchisch strukturierte, zentralisierte Organisation. Also eher so ein Palastding, kein Zelt. Ja... Das erklärt einiges. Ah, jetzt kommt Lady mit Organisationstheorien. Scheiße. Genießt du deine verwirrende Tour durch das Hauptquartier von Team Galactic, zu der du keine Berechtigung hast? Ja. Hallo, kleiner Trainer. Du bist beim Team Galactic schon eine Berühmtheit. Wer dich aus dem Gefecht sitzt, bekommt deine Beförderung. Ich bin 15, 11 oder so ist er. 10. 7. Oder was? Keine Ahnung, wie alt ist der? 10 oder 11? Wird wohl irgendwo um den Dreh was sein. Sie sind alle nicht in der Lage, diesen kleinen Kind kaputt zu machen. Alle nicht. Alle. Nicht einer von denen. Das ist wirklich erbärmlich, Leute. Wisst ihr das? Das ist richtig erbärmlich.
Okay. Nee, das ist nicht gut. Steinhagel ist gut. Das geht gegen beide. Oh, wisst ihr, was auch unglaublich schlecht war? Als ich damals die alte Windung nicht mehr hatte, da war ich froh, dass ich die alte Klinge losgeworden bin. Und dann habe ich gemerkt, in der neuen ist genau die gleiche. Aber nur, wenn man oben klingelt. Wenn man unten klingelt, dann macht es Ding. Und oben macht es... Ja, ihr kennt das ja. Das vermutlich irgendwo in einem Video schon mal gehört bei mir. Oh, abends. Kommt da jetzt noch was? Ist da jetzt noch eine? Eine oder zwei? Bitte! Wagner! Da kommt Blutzug. Blutzug ist sowieso eine Sau. Blutzug ist cool. Wer im Blutzug... Da musst du aufpassen. Also, Blutzug würde ich sagen, ist gefährlich. Blutzug und Visor. Jetzt voll diese Pieterte. Jetzt fahren sie da richtig auf. Ich nehme mal Feuerfeger auf Visor. Ich denke mal, Steinhagel sollte Blutzug sofort umhauen. Dann habe ich hier noch eine ganz gute Möglichkeit, beide kaputt zu bringen. Ja, komm, geht auch. 5 Volltreffer! Yay! Yay! Könnt ihr euch mal ein bisschen mehr freuen da? Yeah! Volltreffer! Juhu! Volltreffer, Bitches! Volltreffer! Das ist sehr effektiv. Oh yeah. Volltreffer. Und jetzt kommt Evoli. Als letztes Evoli noch. Oh oh. Ich stelle mir das Leben nicht schön vor für Evoli jetzt. Oh nein. Da kommt einiges auf das Spiel zu. Jetzt. Ach ja, ach ja, ach ja. Und was sonst noch so los war? So los? Ich habe heute übrigens den ganzen Tag aufgenommen gelernt, mehr nicht. Mehr nicht. Ach, jetzt ist es hier gerade. Da ich sehe, Panda Games Deutschland. Pocket Evolution. So heißt das. Hashtag Let's Play, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Und da habe ich auch noch reingeschrieben, Leute, das geht gar nicht. Hallo, schade, dass dir Pocket Evolution nicht zu gefallen scheint. Für ein Spiel, das so vielen anderen Spielern Freude bereitet, werden wir es hier auch nicht schämen. Viele Grüße. Vielleicht macht es ja Spaß, das ist ja eine Sache. Aber ich finde, man sollte, wenn man Geld verdient, das mit eigenem geistigen Eigentum tun und nicht mit dem anderer Leute. Das ist wichtig. Wenn man keinen Profit daraus macht, dann ist es eine Sache, ne? Okay, das sagt derjenige, der jetzt ein Spiel hochlädt, das er selber nicht gebaut hat. Apropos Spiel selber gebaut. Ja, mach ich. Ist schön, aber es ist so viel Arbeit. Ich muss mir mal komplett auf dem Laptop machen, damit ich auch im Wohnzimmer das machen kann. Ich habe keinen Bock, mich an den Schreibtisch zu setzen und so lange am Rechner zu sein. Das ist einfach vorbei. Damals, als ich noch in meiner kleinen Wohnung gewohnt hatte und tatsächlich nur einen Schreibtischstuhl und kaum sonst noch was anderes hatte, da war es... Ja... Da ging es in eine Richtung, aber jetzt mittlerweile... Ja, hier ist... Man kann sich nicht an diesen Kisten vorbeizwingen. Wie soll das auch gehen? Keine Ahnung. So. Jetzt, ja, guck mal. Die haben sogar eine andere Seite. Yay. Yeah. G-Schlüssel. Ich habe einen G-Schlüssel. Ihr könnt mir gar nicht. Ich glaube, ich bin gleich hier durch, oder? Wie sieht's aus? Ja, da oben ist der Babo. Und für den Babo möchte ich gelevelt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.